Pirelli und Ersam AG, Ihr Autohaus mit Stil. Trainerwechsel beim Stadtclub. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update vom FC Zürich. Heute Morgen trennt sich der Stadtclub vom Trainer Bernard Chalant. Mehr Informationen jetzt vom Präsident Angelo Canepa. Ein schwieriger Entscheid war, den wir treffen mussten. Eigentlich haben wir geplant, mit dem bestehenden Trainerteam diese Saison so abzuschliessen, miteinander das Ziel zu erreichen, Europa League Qualifikation. Wir haben dann aber nach dem Match gegen Aarau nur müssen über die Bücher gehen. Wir waren natürlich extrem enttäuscht gewesen, vor allem wie die zweite Halbzeit da abgelaufen ist. Und wir haben dann halt das Gefühl bekommen, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr so erreichen tut, wie wir uns das erwartet haben. Das ist für uns einfach auch menschlich, persönlich eine ganz schwierige Sache, weil wir natürlich mit dem Bernard Chalant enorm viel Erfolg gehabt haben. Wir sind letztes Jahr Meister geworden, wir haben uns qualifiziert für die Champions League. Wir haben mit dem Bernard Chalant auch einen ausgesprochenen, guten und kollegialen Umgang können pflegen. Der Freddy, Bernard und ich, wir haben da sehr viel miteinander geredet. Also von dort hat es auch ein gewisses Vertrauensverhältnis natürlich gegeben. Und natürlich unzufriedene sportliche Entwicklung in der Meisterschaft, die ist ja nicht erst seit ein paar Tagen, sondern die haben wir schon seit einigen Monaten. Und dementsprechend haben wir natürlich immer wieder auch das Gespräch mit dem Bernard. Und wie gesagt, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir diese Saison so miteinander können abschliessen. Aber jetzt ist es einfach Zeit gewesen, dass wir etwas haben müssen machen. Ich muss natürlich auch dazu sagen, und ich habe das der Mannschaft heute auch gesagt, als ich sie orientiert habe, dass natürlich primär die Mannschaft verantwortlich ist für das, was jetzt passiert ist heute. Für das, was natürlich eben auf dem Spielfeld passieren tut. Das sind Spieler, die Goal schiessen oder nicht schiessen oder einlösen oder verhindern tun. Und von dort her ist natürlich die Mannschaft in der Verantwortung. Und jetzt hoffen wir natürlich vor allem auch, dass das einen Ruck gibt. Einen Ruck gibt für die Mannschaft und dass wir die Ziele, den vierten Platz, wirklich noch erreichen können. Urs Fischer hat auch sämtliche notwendigen Lizenzen. Er hat die UEFA Pro-Lizenz gemacht letztes Jahr. Der Urs Fischer war ja auch mal Assistenztrainer von der ersten Mannschaft, zusammen mit dem Bernard Chalant in der ersten Saison. Also er kennt die Mannschaft. Und von dort her haben wir uns beschlossen oder haben wir entschieden, dass er Minimum bis Ende Saison die Leitung von der ersten Mannschaft übernimmt. Im gleichen Atemzug haben wir natürlich dann noch Lücken gehabt in der U21-Mannschaft, die ja jetzt souveräner Leader ist in der ersten Liga. Und da haben wir beschlossen, dass der Andi Lattner die Leitung soll von der U21 übernehmen bis Ende Saison. Wir wissen jetzt seit heute Morgen um 10 Uhr, dass wir einen neuen Trainer brauchen für die neue Saison. Und dementsprechend werden wir uns jetzt natürlich Gedanken machen. Und es ist natürlich offen in alle Richtungen. Wir werden uns gegen keine Varianten verschliessen, sondern wirklich probieren, die bestmögliche Lösung für den FC Zürich zu suchen. Jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit. Freddy und ich werden jetzt sicher mal anfangen, unsere Hausaufgaben machen. Dann werden wir, würde ich meinen, ein Nominationsgremium bilden. Und ähnlich machen, wie wir es schon mal vor 3 Jahren gemacht haben, dass wir vielleicht eine Longlist machen, welche Trainer kommen grundsätzlich in Frage und engere Auswahl und dann sicher Gespräche führen. Aber im Moment kann ich wirklich noch nichts sagen, das ist völlig offen. Laut FCZ wird aber nicht nur der Trainer, sondern die ganze Mannschaft in die Verantwortung gezogen. Mehr dazu jetzt vom Sportchef Freddy Bickel. Ja, das ist klar und das ist auch, glaube ich, auch wichtig und richtig so. Wir sind mit ein paar Spielern in Vertragsverhandlungen, nicht nur für diese Saison, auch für eine langfristige Zukunftsplanung, also über den 2010, 2011 aus. Wir stellen aber das alles zusammen zurückstellen. Wir wollen uns die Möglichkeiten offen lassen, um das Kader vielleicht ein bisschen anders zusammenzustellen, auch wenn eventuell mal ein anderer Trainer kommt. Ganz klar, dass er auch noch kann mitreden kann. Aber es ist auch ein klares Zeichen an die Mannschaft, dass nicht nur einfach der Trainer allein verantwortlich ist, sondern dass sie natürlich ins genau gleiche Boot hineingehören.
dass sie da mitverantwortlich sind, dass wir nicht so ab Kurs gekommen sind. Ja, sicher muss sich der eine oder andere etwas überlegen, das ist klar, aber es soll wirklich ein klares Zeichen für alle zusammen sein, dass es so eigentlich nicht geht und dass wir nur miteinander müssen weiterkommen oder wollen weiterkommen, dass da alle braucht. Das ist halt etwa die vielleicht nicht so fair im Sport. Man schickt den Trainer, weil man vielleicht das Geld nicht hat, die halbe Mannschaft oder die ganze Mannschaft auswechseln. Das ist so. Aber darum haben wir uns auch für diesen Weg entschieden und haben das auch so der Mannschaft schon mitteilt. Also die wissen, dass man also den nächsten Tag nicht von irgendeiner Vertragsverlängerung vom FC Zürich erwarten kann. Ja, das ist natürlich schön, wenn man so jemanden hat wie Urs Fischer im eigenen Verein, wo so einen Mann, der sicher all die Qualitäten hat, um das Steuer auch noch einmal herumzureissen, da sind wir sicher. Und halt auch kurzfristig zur Verfügung steht, weil es ist jetzt alles zusammen schnell gegangen. Sicher bin ich auch froh, wenn wir mit dem Andy Lattner gerade wieder jemanden hätten, der ein guter Mann 2 innen ist. Vielleicht ist es für ihn nicht, oder im ersten Moment nicht so schön, vielleicht ein bisschen hart auch. Das ist klar, aber es ist auch für ihn eine Chance. Und auch für die nächste Saison ist ja überhaupt noch nichts gesprochen. Vielleicht gibt es einen neuen Trainer, der mit dem Andy weiterarbeiten will. Vielleicht macht Urs Fischer weiter. Und er hat die Möglichkeit im 2. Also da ist vieles offen und das ist auch viel zu früh, irgendwo schon über das zu diskutieren oder zu studieren. Oder, man muss jetzt das einmal verdauen, das war jetzt mal der erste Schritt heute Morgen. Und ich denke, wir tun gut daran, jetzt genau zu überlegen, wie es weitergeht und was der nächste Schritt ist. Mehr Informationen zu der Entlassung von Bernard Chalon gibt es morgen an der Pressekonferenz in der Saalsporthalle. Anwesend natürlich der Präsident Angelo Canepa, der Sportchef Freddy Bickel und der Bernard Chalon selber. Casino Baden. Baden.